Und das ist das Kotelett mit einer Senf-Zwiebelkruste auf Kohlrabi-Gemüse in Rahm. Und das machen wir jetzt in diesem Video. That's what I'm talking about. Wait! Okay now, from the beginning. Hit it, boys. Herzlich willkommen in den La Cucina Kochschulen und heute wieder aus der Rubrik Oma Friedas Küche. Und zwar, da haben wir das Kochbuch von Oma Frieda. Und sie hatte ein Kotelett gemacht, und zwar mit so einer Senf-Zwiebelkruste, die sie gleich mit euch machen werde. Und dazu gab es so ein Kohlrabi-Gemüse in Rahm, wirklich ganz was Feines. Wir brauchen dazu natürlich Koteletts, die wir hier haben. Und für unsere Kruste habe ich in etwa 2 Esslöffel zimmerwarme Butter. Dann habe ich 1,5 Esslöffel mittelscharfen Senf, 1 rote Zwiebel. Und dann so in etwa 150 Gramm Paniermehl habe ich hergerichtet. Da ist nur abhängig, da müsst ihr schauen, wie die Konsistenz ist. Dass es nicht zu weich ist, dass die Butter nicht runterläuft, die Kruste vom Fleisch. Da muss man schauen, das kann man immer nicht so ganz genau mit der Grammzahl sagen. Und für unseren Kohlrabi, den werden wir zuerst schälen, dann werden wir den in Stifte schneiden. Und dann habe ich hier 40 Gramm Butter und 40 Gramm Mehl, da machen wir uns so eine Mehlschwitze und werden es ein bisschen mit dem Kochwasser von dem Kohlrabi aufgießen und mit Milch. Aber wie das Ganze ausschaut, das machen wir jetzt gemeinsam. Den Kohlrabi schälen wir, da muss man immer nur schauen, das kann man schon großzügig machen, auch hier unten, weil das dann sonst so holzig ist und nicht gut schmeckt. Und dann schälen wir den schön. Und wenn der Kohlrabi geschält ist, dann schneide ich den in so in etwa 1/2 Zentimeter dicke Stücke und dann können wir uns dann schöne Stifte schneiden, dass die nicht zu groß sind, aber das könnt ihr natürlich gerne so machen, wie ihr das möchtet. Manche mögen es feiner, manche mögen es noch gröber, aber ich finde es so zum Essen eigentlich sehr angenehm. Und den Kohlrabi, den kochen wir jetzt schon mal ab. Das wird so in etwa ja, so 5 bis 7 Minuten, je nach Stärke vom Kohlrabi, dauern. Und wie gesagt, das Kochwasser heben wir uns auf. Der Kohlrabi ist jetzt soweit weich. Den nehme ich aus dem Wasser. Den schrecke ich dann ein bisschen mit kaltem Wasser ab, damit der nicht noch weiter nachzieht. Jetzt machen wir uns ein bisschen Mehlschwitze für unseren Kohlrabi. Und zwar gebe ich mal die Butter in den Topf. Lass das mal schmelzen. Es heißt ja eigentlich bei der Mehlschwitze, entweder soll die Mehlschwitze kalt sein und oder die Flüssigkeit, nicht beide Teile, dass die heiß sein sollen. Aber manchmal lässt er sie nicht vermeiden. Und ich sage euch, es funktioniert auch, wenn beide Teile heiß sind, geht es auch. Dann kommt das Mehl mit dazu. Aber nicht, dass es braun wird, nur dass er sich schön mit der Butter verbindet. Jetzt gießen wir da schon mal ein bisschen an. Dann wird es mit dem Schneebesen verrührt und dann gebe ich die Milch dazu und dann kriegen wir so eine richtige schöne Creme mit dem Kohlrabi-Geschmack und unsere Soße wird mit ein bisschen Salz, Pfeffer und einer kleinen Prise Muskat gewürzt. Und jetzt kommt unser Kohlrabi mit rein in unsere Soße, frisch geschnittene Petersilie. Es gibt leider kein Duftfernsehen, aber das ist wirklich ganz ausgezeichnet. Als nächsten Schritt würzen wir jetzt unser Fleisch schön von beiden Seiten mit Salz und Pfeffer. Wir legen uns unser Fleisch auf und dann ist beim Würzen nur wichtig, dass wir gleichmäßig würzen. Das heißt, dass die Streuung schön gleichmäßig übers Fleisch kommt und nicht auf einem Punkt ist und dem Pfeffer auch. Und jetzt habe ich ein bisschen Rapsöl, das gebe ich in die Pfanne, das lassen wir schön heiß werden und dann braten wir unser Fleisch an. Und das Fleisch soll so angebraten sein, so in etwa 2, 2,5 Minuten von beiden Seiten. Dann ist so in etwa mit 70% ist dann das Fleisch gegart, dann kommt die Kruste drauf und dann kommt es bei Oberhitze in den Ofen und gart so fertig. Und das machen wir jetzt. So 2 Minuten habe ich es von der Seite gehabt, jetzt drehe ich es um. Lass den dann nochmal zu 2 Minuten von der Seite. Jetzt nehme ich das Fleisch, setze das hier ein bisschen auf Kräuter noch drauf. Für unsere Zwiebel-Senfkruste wird schon mal die
die Butter schaumig gerührt. Jetzt geben wir den Senf dazu. Gebt am Anfang nicht alles gleich rein, falls euch zu stark ist. Dann die Zwiebel kommen mit rein. Dann wird das Ganze mit Salz und Pfeffer gewürzt. Ich habe ein bisschen Petersilie noch geschnitten, kommt mit rein. Dann verrühren wir das Ganze mal. Und da brauchen wir jetzt natürlich ein bisschen, ihr könnt Paniermehl nehmen, man kann natürlich auch Bankomehl nehmen, das asiatische. Aber wenn wir das jetzt so aufs Fleisch geben würden, wird einfach die Butter und das alles runterlaufen. Und dann hätten wir keine schöne Kruste. Wenn man das mit den Händen knetet, das kriegt man dann besser verarbeitet. Und seht ihr, so haben wir so eine schöne kompakte Masse, die wir dann auf unser Fleisch geben werden. So, und jetzt kommt unser Fleisch bei Oberhitze rein. Da ist natürlich abhängig, wie stark euer Ofen ist. Ich gebe das einmal hier auf die obere Schiene. So, 3,5-4 Minuten war das jetzt drinnen. Schaut mal, das sieht doch herrlich aus. Und unser Gemüse auf dem Teller. Da kann man natürlich schöne Kartoffeln dazu machen, aber auch Reis passt dazu. Das ist vielfältig, was ihr da geben könnt. Dann kommt unser Kotelett drauf. Das ist wirklich ein tolles Gericht. Müsst ihr wirklich probieren. Mit dieser Senf-Zwiebelkruste und dem Kohlrabi-Gemüse im Rahmen. Ausgezeichnet. Würde uns natürlich wahnsinnig freuen, wenn ihr unseren Kanal kostenlos abonnieren würdet. Wir freuen uns darauf, euch beim nächsten Mal zu sehen. Alles klar, bis dann. Tschüss.